Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Norm heute hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um das Thema, wie lange mache ich überhaupt einen Trainingsplan? Viel Spaß! Wie lange mache ich einen Trainingsplan? Schwieriges Thema, Literatur dazu ist auch schwierig, aber Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wir sind jetzt neu dabei im Training. Der Körper ist natürlich im ersten Jahr am anpassungsfähigsten. Das heißt, wir machen eigentlich als Fitnessanfänger im Studio oder auch beim Homeworkout die größten Fortschritte im ersten Jahr. Das heißt, der Körper muss sich an neue Belastungen gewöhnen, der Körper muss sich an neue Parameter gewöhnen. Und wir sollten uns definitiv dann auch nicht zu viele Gedanken machen, weil er wird sich mit Sicherheit oft und schnell an das Neue, was wir quasi eingeführt haben, adaptieren. Das heißt, ihr werdet mit einem Trainingsplan ziemlich gut fahren. Jetzt hört man wieder in der Regel, ja, manchmal 6, manchmal 12 Wochen. Dann gibt es wieder Leute, die machen einen Trainingsplan ein halbes Jahr. Das sind alles schwierige Einschätzungen. Wir können eigentlich nur de facto nach einem Wert mit einem Trainingsplan arbeiten. Und der Wert ist der Fortschritt. Wenn wir uns an dem Wert des Fortschrittes richten, was den Trainingsplan angeht, können wir eigentlich gar nicht viel falsch machen. Man sollte einen Trainingsplan nicht nach festen Zeiten trainieren. Pass auf, ich mache den jetzt nur 12 Wochen, dann switche ich um und mache was anderes. Nein, wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir den Trainingsplan, und jetzt liegt die Betonung, den Trainingsplan so lange machen, wie er funktioniert. Viele von euch kennen immer den Spruch, never change a running system. Das sehe ich im Sport generell genauso. Bei mir im Studio, im Any Gym, ist es auch häufig der Fall, dass viele Leute mich fragen, ja, und wie lange mache ich jetzt den neuen Plan? Und ich kann immer wieder nur betonen, mindestens 12 Wochen, so laut den praktischen Erfahrungen, auch länger möglich. Mindestens 12, aber im häufigsten Fall einfach länger. Weil warum soll ich etwas verändern, was funktioniert? Solange wie es funktioniert, komme ich doch in den Genuss als Mensch, regelmäßige und kontinuierliche Fortschritte zu machen. Nur mal angenommen, ich nehme jetzt einen Trainingsplan mit einer wirklich, wirklich guten Auslegung für mich, für meine Individualität, für mich als Mensch, für meinen Körper und gehe und fahre richtig gut die ersten 12 Wochen. Und suche mir dann irgendwo einen anderen Plan, lass mir einen neuen Plan schreiben und plötzlich macht das und ihr stagniert. Weil irgendwelche Parameter nicht gepasst haben, weil ihr plötzlich eine andere Stressbelastung im Job habt und der Plan dann vielleicht zu intensiv ist und gar nicht mehr dazu passt, aber ihr ja jetzt in die fortgeschrittenere Stufe reingegangen seid oder ihr vielleicht jetzt mal zwischendurch einen Urlaub gemacht habt und dann passt der Plan vom Level nicht mehr rein, weil ihr euch ein bisschen nach hinten bewegt habt. Und schon habt ihr den Salat. Vorher hättet ihr ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich kontinuierliche Fortschritte erzielt. Ihr hättet eine saubere Schiene durchgefahren, alles hätte gepasst. Und weil man dann so ein bisschen zu ungeduldig war, hat man sich das Ganze vielleicht auch schnell mal versaut. Wenn wir das Ganze natürlich aus diesem Gesichtspunkt betrachten, klingt das sehr, sehr logisch. Ich für meinen Teil sehe das einfach wirklich so. Wenn es funktioniert, so lange dabei bleiben wie möglich. Natürlich nicht einfach nur trainieren, nicht einfach nur einen Plan machen, sondern wirklich die Ergebnisse kontrollieren, ne, sich damit befassen, das vielleicht sogar aufzuschreiben, sich das irgendwo zu notieren, eine Voice einzusprechen. Wie auch immer, man darf nur nicht in den Trott kommen. Das heißt, ich kontrolliere das und wenn das funktioniert, 10 Wochen, 12 Wochen, 15 Wochen, 18 Wochen, 20 Wochen, scheißegal, es funktioniert, dabei bleiben. Wenn sich Anpassungen am Körper zeigen, an den Gewichten, an den Wiederholungen, an den Sätzen, bleibt dabei. Lasst euch nicht immer ablenken. Macht nicht zu viele Baustellen gleichzeitig auf, sondern konzentriert euch auf das, was wirklich funktioniert. Und wenn dann irgendwann mal der Fall da ist, dass man wirklich an ein Plateau gekommen ist, wo es ein paar Wochen nicht weiterging, dann kann man ganz klar sagen, du pass auf, wechsel das System, begib dich in was anderes und mach was Neues. Ja, so viel war es zu dem Thema auch schon. Es ist nicht viel. Never change a running system. Eines der besten Zitate überhaupt. Ja, das war es von mir für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Würde mich sehr, sehr freuen.
Haut uns was in die Kommentare, Fragen. Wir beantworten immer wieder gerne neue Sachen, also eigentlich ich. Ne? Neue Themen, neue Videos, Anregungen, alles in die Kommentare damit, das würde uns freuen. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es anderen Leuten zeigen wollt. Ihr könnt ihr auch gerne in den sozialen Netzwerken markieren etc. Alles cool, teilt's. Ne? Je mehr Leute ich und wir als Team und als Community zusammen erreichen, je besser wird das. Und wenn der Kanal irgendwann auch mal wächst, kann man auch mal so Sachen machen wie Giveaways und Gewinnspiele, dass wir auch alle vielleicht sogar noch mal eine Ecke mehr davon haben. Ja, ihr wisst ja, Kanal abonnieren, ganz wichtig, es werden immer neue Videos kommen, ihr werdet immer mehr neue Infos erfahren, ihr werdet immer weiterkommen in eurem Sport, weil ihr hier halt eben in den Genuss der guten Bildung kommt und somit werdet ihr was lernen. Kanal abonnieren, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Haut rein!